Moin zusammen, ein kleines kurzes Update-Video. Jan hörte, am 25. gab es einen Hotfix für die Züge, die ja weiterhin zwar schwer verbuggt sind, aber dann doch einiges beheben. Also nicht so wie in dem Video, was von einer Stunde oder zwei online kam. Das war dann noch der Patch vom 24. Ja. Jetzt hier ist es der 25. Hotfix ist gekommen, und zwar geht es um die Kopfbahnhöfe, weil das war ja schon, wie in dem anderen Video kurz gesagt, schon ätzend mit dieser Schlaufe da hinten dran, und jeder will ja eigentlich von A nach B zurück nach A fahren. Das geht jetzt, allerdings gibt es diesen Bug mit diesen Stuck Trains immer noch. Das heißt, wie ihr in dem anderen Video gesehen habt, kann sein, dass Züge nicht mehr gelöscht werden können. Das ist schlecht. Kriegt ihr nicht wieder weg. Müsst ihr wieder einen alten Spielstand laden, wenn ihr einen habt, oder hier. Warten, ne? Um den einigermaßen zu umgehen, und beziehungsweise auch, dass der Kopfbahnhof funktioniert, müsst ihr wie folgt aktuell Patch Hotfix vom 25.06. vorgehen. Ihr baut als erstes die beiden Stationen, verbindet die, setzt keinen Zug vorher drauf. Also nicht diese Station bauen, ein bisschen Gleis, hier schon einen Zug hinsetzen und dann weitermachen. Schlechte Idee. Nach wie vor gilt, wenn man eine Station setzen will, hier Bahnstation, sieht man ja in diesen Pfeilen, das seht ihr ja, dieser Pfeil in welche Richtung, da dieser in der Mitte, ja, da. Das ist die Einfahrt. Und wie auch schon, was eigentlich immer sein sollte, das heißt, hier geht's rein, so muss der Bahn so stehen, dass der Pfeil nach da zeigt, und da hinten geht's rein, also muss der Pfeil nach da hinten zeigen. Dann verbindet ihr das, ja, und ihr macht auf jeden Fall noch, auch wenn es nicht braucht, eine Entladestation dran. Wenn die nicht dran ist, kann es wieder zu einem schönen Bug führen. Das heißt, mindestens eine Ladestation dran, vollkommen egal, ob ihr nur mit der Lok durch die Gegend fahrt oder nicht. Dann fangt ihr an, den Zug, ich muss mal hier den Strom dran setzen, hier, der ist nämlich noch nicht dran. So. Zack. Jetzt ist er da hinten ja auch verbunden. Dann fangt ihr an, den Zug drauf zu setzen, und zwar außerhalb der Station. Ist so. Ja. Wie vermutet, ist klar, ihr müsst bei Kopfbahnhöfen in beide Richtungen, ach Gott, jetzt brauche ich diese komischen Dinger, die hole ich mir gerade schnell, zwei Lokomotiven dran haben, logischerweise. Also die Lok kann zwar im manuellen Modus, kann eine Lok vorwärts und zurückfahren, allerdings im Automatikmodus nicht. Ja, das machen wir jetzt nochmal schnell. Also wie gesagt, ganz wichtig, das Ding, den Zug dann zusammenbauen, nenne ich jetzt mal so, außerhalb der Station. Nicht den Zug oder beziehungsweise Lokomotive innerhalb einer Station hinsetzen. Ganz schlechte Idee in der aktuellen Experimental-Version. Das ist ein Bug, ja, es soll ja nicht so bleiben. Ist ein Bug. Müssen wir jetzt mal gucken, dass wir den umgehen, ne? Und so umgeht er den auch. So, jetzt gehen wir hier mal schnell. Na. Gehen wir hier mal schnell hin. So. Setzen eine Lokomotive da drauf. In die richtige Richtung. Das heißt, erstmal in die. Warum die jetzt da rumrollt, weiß ich nicht. Da habe ich ja noch nichts gegeben. Wahrscheinlich, weil sie den Hang runter wollt, ne? Güterwaggon. Hältst du mal bitte an. Das ist interessant. Wieso fährt denn die jetzt? Ja, Bugs, ne? Bugs, interessant. Ja, die hat ja keinen Plan, also keinen Plan, die hat ja kein Licht, ich halt die Bahn abnehmen, keinerlei Funktion. Die fährt halt, naja, okay. Warum ist das so? Warum fährt die jetzt dahin? Da muss man gerade mal schauen. Jetzt seht ihr das, da ist er live mit dabei, ne? Bugs, wenn die Leute sagen, da gibt's kein Bug, das ist kein Fehler, natürlich. Ich habe den Zug da drauf gesetzt und der fährt los. Und ich kann den nicht manuell steuern. Ja, muss man natürlich mal gucken, warum ist das so? Zeig mal her. Kein Timetable drin. Sie fährt einfach. Kannst du jetzt mal bitte. Das soll sie nämlich eigentlich nicht machen. Flug. Zählt sie an. Kann ich die jetzt hier rausfahren? Ja, wenigstens kann ich sie rausfahren. Also, wie gesagt, ihr müsst die. Durch mal da wieder live dabei. Neuer Bug wahrscheinlich. Das hat also nicht so. Der Zug außerhalb der Bahnstation zusammenbauen. So, jetzt gebe ich dem Ding mal zwei Güterwagen. Und noch eine Lokomotive, die soll ja hin und her fahren. So, jetzt in die Richtung. Fertig, zusammengebaut, ne? Jetzt steht die relativ nah hier dran. Wie heißt denn du überhaupt? Dieser Name der Station steht übrigens hier mit an diesem Pfosten. Du bist Stenstorp. Stenstorp.
So, jetzt sagen wir dem Kind, Lokomotive, als erstes fährst du bitte nach Stenstorp und danach fährst du dorthin. Und dann setzt sie sich in Bewegung, wie ihr seht. Und das funktioniert auch so. Die macht das jetzt auch, also dass sie wieder rausfährt. Fährt dann auch hier hin und her. Das passiert aber nur, wenn das außerhalb zusammenbaut. Ne? So, zack. Wenn nicht zum B- oder Entladen geht, ist der Haltestopp sehr kurz. Ja, seht ihr? Und fährt wieder los. So soll das sein. Und dann kommt jetzt zurück. Und die Beschleunigung ist so, also die braucht schon recht lange, um auf ca. 150 km/h zu kommen. Also sie fährt 150 km/h. Das ist sehr schnell, das macht sie hier nicht, weil die bremst hier schon wieder ab für die nächste Station. Das müsst ihr aktuell beachten, wenn ihr den Kopfbahnhof baut. Züge weglassen, Strecke bauen, Bahnhof bauen. Aktuell in dieser Version mindestens eins von diesen Frachtterminals, sonst haben wir wieder einen Bug. Und danach den Zug zusammenbauen außerhalb der Bahnhöfe. Und dann die Strecke anfüllen. Okay? Das war's schon. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.